Hi zusammen, Stefan hier und in diesem Video will ich euch zeigen, wie ihr mit Shopify einen Online-Shop aufbauen könnt. Ich bin selber vor kurzem auf dieses Programm gestoßen, ich bin mega begeistert. Ich zeige euch ein kleines Tutorial, ich zeige euch, wie das funktioniert, wie schnell das geht, einen eigenen Online-Shop mit dem Programm zu machen. Das ist wirklich heftig, ich bin selber extrem begeistert. Und wie gesagt, deswegen wollte ich jetzt dazu mal ein Video machen, also wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Also was wir jetzt machen werden ist, wir sind jetzt auf der Startseite von Shopify, die ich euch unten verlinkt habe. Und man muss jetzt eigentlich nur hier eine E-Mail-Adresse eingeben und klickt auf Get Started. Ja, dann mache ich ein Passwort und gebe einen Namen ein für den Store. Jetzt nehmen wir mal an, wir verkaufen T-Shirts, okay? Jetzt mache ich einfach T-Shirt Store Wolf. Auf Create Store und dann wird jetzt praktisch im Backend hier mehr oder weniger schon ja diese ganzen Elemente gemacht, so dass das ganze Ding schon fast benutzbar ist letztendlich. Wir skippen jetzt mal diesen Part und schauen uns dann mal das Backend an. So, und wir sind jetzt hier in dem 7-Tage kostenlosen Testzugang drinne und das ganze Backend, wie man es jetzt hier sieht, ist eigentlich ähnlich aufgebaut wie WordPress, in meinen Augen sogar noch viel einfacher. Also wir schauen uns jetzt erstmal an, wie die Webseite jetzt aussieht. Und wenn man jetzt hier auf Online Store geht, dann kann man sich hier eben verschiedene Themes aussuchen. Ja? Also man kann jetzt zum Beispiel hier unten freie Themes auswählen, ähnlich wie bei WordPress. Aber wir schauen uns jetzt einfach mal an, wie das Ganze jetzt aussieht. Jetzt geht es leider in einem neuen Fenster auf, deswegen eine Sekunde, mache ich das jetzt hier rein. Und das ist jetzt praktisch die Seite, wie sie praktisch schon gemacht worden ist. Und wenn wir jetzt hier runter scrollen, sieht man, das ist praktisch der Shop, der mehr oder weniger an Anführungszeichen befüllt werden muss. Also ihr müsst jetzt hier einfach nur den Text auswählen, das Hintergrundbild. Das sind dann die Produkte. Und wenn jetzt zum Beispiel reinklicken in so ein Produkt. Okay, ich glaube, das geht noch nicht. Da müssen wir gleich eins anlegen. Das machen wir gleich. Also so sieht es jetzt aus. Und jetzt gehen wir mal zurück. Und jetzt klickt man hier auf Customize und jetzt seht ihr, wie leicht es eigentlich ist, hier diese ganzen Elemente zu ändern. Wir sehen jetzt hier auf der linken Seite, kann man dann zum Beispiel sagen, okay, ich will jetzt hier das Logo, das ist jetzt zum Beispiel, ja, mein Logo, kann ich natürlich auch ein Bild auswählen. Einfach ein Bild hochladen, nehme ich einfach mal das hier und dann habe ich hier das Bild drin. Ja. Gehe ich runter, oh, jetzt habe ich es gelöscht, Sekunde, so, und wähle das hier aus. Sagt, das Logo soll links sein, soll in der Mitte sein, etc. Ich kann auch sagen, das soll irgendwie 300 Pixel groß sein, dann wird es größer. Ja. Also es ist wirklich so, ich weiß nicht, ich bin total begeistert von dem Ding, weil es einfach so super easy irgendwie zu bedienen ist. Hier oben kann man dann dieses Announcement-Ding hier einmachen, dass man zum Beispiel irgendwas Neues hat. Dann kann man jetzt hier einfach den Text ändern. Kann man zum Beispiel sagen, Gutscheincode jetzt anfordern oder sowas, ja, wenn du einen Shop hast und dann, keine Ahnung, macht man hier einen Link rein, dann ist es ein Link hier oben. Ziehen wir jetzt hier keinen Link rein. Und man sieht, hier oben ist es dann eben der Link. Man kann die Farbe hier ändern von der Bar, das ist alles so super intuitiv. Wie gesagt, ich bin eigentlich der Meinung, dass es fast noch einfacher ist wie WordPress. Man kann jetzt hier dann natürlich den Text hier ändern und es wird sofort alles live hier links beziehungsweise rechts geändert. Man kann sagen, okay, das soll oben stehen, das soll unten stehen und dann natürlich den Text hier unten ändern, dann macht man das Hintergrundbild, dann nimmt man das. Wie gesagt, sieht es natürlich nicht sonderlich schön aus, nehmen wir mal, keine Ahnung, ein schöneres NBA. So, gut. Select wählen und ja, ich weiß nicht, also das sind so, ich werde jetzt natürlich nicht jedes einzelne Element hier durchgehen, aber wir sehen jetzt gleich, was passiert, wenn wir solche Produkte, wie einfach das ist, hier Produkte anzulegen, ein Checkout, ich meine, der ganze Checkout-Prozess ist schon da, das ist halt so extrem cool. Hier unten, Image Slideshow, klickt man auf, kann man dann das erste Bild auswählen, das zweite Bild auswählen, den Text auswählen, etc. Wie gesagt, das mache ich jetzt nicht alles, ihr seht, wie das funktioniert. Wir gehen jetzt mal rein in die Produkte. Es war jetzt einfach nur so,
wie gesagt, könnt ihr euch vorstellen, dass das hier wahrscheinlich in 10 Minuten erledigt ist. Dann hat man hier die Seite fertig, macht man irgendwie ein Hintergrundbild, tut die Texte austauschen etc. Und ich finde, es sieht, also ich weiß, ich bin auf die Seite gestoßen, weil ich einen Shop gesehen habe, den ich, also eine Webseite gefunden habe, die richtig cool aussah. Und ich dachte, was ist das für ein Theme von WordPress? Habe ich gesehen, das Shopify. Und dann bin ich drauf gestoßen. Und es war eigentlich nur das Standardding, ja. So, jetzt gehen wir wieder in den Admin-Bereich zurück. So, und jetzt steht hier schon, was kann man machen. Man kann zum Beispiel eine eigene Domain machen. Jetzt habe ich hier webstrategiewolf.myshopify.com. Kann man natürlich ändern oder das mit einer eigenen Domain verknüpfen. Man kann natürlich hier die ganzen Einstellungen, die ganze Darstellung und sowas ändern und so weiter. Also man kann viele Dinge einstellen, aber wir machen jetzt einfach nur das, was für den Shop wichtig ist, also die Produkte einstellen. Also jetzt nehmen wir hier zum Beispiel für unseren T-Shirt-Shop, mache ich jetzt mal NBA-T-Shirt. Ja? Jetzt gebe ich hier eine Beschreibung ein, bla 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 bla. Wie gesagt, total einfach hier. Das ist ähnlich wie WordPress. Du kannst auch Bilder und Videos einfügen. Das habe ich jetzt nicht gemacht, was passiert. Okay, man muss einfach ein iFrame von YouTube nehmen. Ich würde sagen, das machen wir mal schnell. So, jetzt habe ich mal schnell einen iFrame-Code hier für ein YouTube-Video von mir genommen. Und jetzt sieht man, das ist hier schon drin. So, jetzt kann man hier noch verschiedene Produktdetails hier eben einstellen, wie zum Beispiel, ja, von wem das ist und so weiter. Das machen wir jetzt aber nicht. Und Tags eben vergeben, wie zum Beispiel, sagen wir mal, Basketball. Jetzt, weil wir jetzt ein NBA-Shirt gemacht haben, gebe ich jetzt mal den Tag Basketball ein. Das sieht man hier, ist das Tag eben drin. Logischerweise kann man jetzt Bilder von dem Shirt reinmachen. Keine Ahnung, was nennen wir jetzt hier? Das hier. Wie gesagt, ist ja klar, dass das jetzt nicht passt zu dem ganzen. T-Shirts sind jetzt nur Beispiele. So. Dann kann man hier unten den Preis für das T-Shirt eingeben, sagen wir mal 19,90 €. Und außerdem kann man sagen, okay, das wird automatisch mit der Mehrwertsteuer noch verrechnet. Da kann man dann in den Settings die Mehrwertsteuer für die einzelnen Länder angeben. Und man sagt jetzt zum Beispiel, wie viele von diesen T-Shirts haben wir auf Lager. Also wenn man zum Beispiel ein eigenes Lager hat, sagen wir haben 50 auf Lager. Und das ist auch ziemlich cool, wenn ihr jetzt hier Shopify tracken lasst. Jedes Mal, wenn ein Produkt gekauft wird, dann wird das eben runtergezählt und dann erkennt Shopify automatisch, wenn ein Produkt ausverkauft ist. Und jetzt kann man auch sagen, okay, die sollen es trotzdem kaufen können, wenn ich das, wenn es ausverkauft ist, das Produkt. Weil dann kann ich nachliefern, das kommt immer drauf an. So, dann ist es natürlich noch so, hier kann man auch sagen, okay, muss das versendet werden oder nicht. Wir machen es einfach mal nicht, weil nochmal als Beispiel, man kann hier ja auch digitale Produkte verkaufen. Ich persönlich bin jetzt nicht so der größte Fan bei digitalen Produkten von den Anbietern, die es auf dem Markt gibt, aus verschiedenen Gründen. Von daher finde ich Shopify eigentlich eine ganz coole Lösung. Man sieht jetzt hier schon eben, wie die URL und so weiter heißt, und geht es auf Save Product. So, und jetzt schauen wir uns nochmal den Online-Store hier an. Gehen wir nochmal auf den Store. Und dann sehen wir, dass automatisch jetzt dieses Produkt in der Collection hier drin ist, das wir gerade angelegt haben. Und man kann jetzt hier reinklicken und man sieht, das ist jetzt das Video, das wir eingebunden haben, das ist der Preis, man kann es jetzt praktisch, also wie gesagt, das ist jetzt natürlich extrem barebone, also das kann man natürlich noch viel mehr Bilder, viel mehr mitmachen und so weiter, das ist ja klar. Aber was halt extrem cool ist, man klickt auf Add Cart und hat halt automatisch jetzt schon so einen Warenkorb hier, ja. Und dann kann man eben sagen, es ist natürlich alles übersetzbar, logischerweise auf Deutsch. Und dann können die Leute direkt mit PayPal zahlen, dann kommen die Bestellungen rein und so weiter. Und ich weiß nicht, aber wenn ich jetzt, also ich habe ja einen eigenen Shop mit omkurse.de, wo ich Online-Marketing-Kurse verkaufe als Downloads, aber ich glaube, wenn ich das vorher gefunden hätte, hätte ich das wahrscheinlich über Shopify gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das jetzt über WordPress und eigene Geschichten gemacht und so, aber also, ich weiß nicht. Ihr könnt euch hier auf jeden Fall durchklicken, weil ich finde es so cool. Man sieht, wie viel man verkauft hat, wie viel Besucher. Das ist alles schon integriert, ja. Das ist nicht so, keine Ahnung, dass man alles irgendwie dazu machen muss, wie bei WordPress. Ich meine, okay, man kann auch Plugins installieren. Aber man kann Discounts hier machen, man kann Gutscheine machen, man kann Timer machen. Das ist, wie gesagt, extrem cool. Man hat dann hier eine Liste von Customern, also von Kunden.
Man kann hier manuell welche hinzufügen, die werden dann halt automatisch hier hinzugefügt. Also für jeden, der einen Online-Shop hat, würde ich echt mal empfehlen, testet mal diese Trial, die ich euch hier verlinkt habe unten, weil das ist, also guckt es euch an, ob das was für euch ist, weil es erleichtert in meinen Augen für jeden, der einen Shop hat, die Arbeit so dermaßen, ja, also für mich persönlich echt, also ich meine, okay, wie gesagt, ich habe es selber nicht, aber das liegt daran, dass ich eben die ganzen Systeme schon jetzt umstellen müsste und so, vielleicht mache ich mal den nächsten oder vielleicht stelle ich es mal irgendwann um. Aber ich habe das gemacht und ich habe gedacht, ich muss dazu echt ein Video machen, weil ich das wirklich empfehlen kann, weil ich es richtig, richtig cool finde. Und wenn euch das interessiert, ja, das ganze Thema Online-Shop und wie man hier vielleicht mehr Bestellungen reinkriegt und mehr Kunden generiert, dann liked mal das Video, dass ich vielleicht sehe, dass das Leute interessiert, weil dann könnte ich vielleicht mal ein Video zu dem Thema machen, wie man eben ja mehr Produkte verkaufen kann für alle Leute, die einen Online-Shop haben. Ansonsten abonniert den Kanal für mehr Online-Marketing und Social-Media-Tipps. Das war's und bis zum nächsten Mal. Ciao, Stefan.